Jo. So, herzlich willkommen, liebe Waynes, zum... Nein, nicht zum Frühshoppen. Nein. Herzlich willkommen bei meinem Video. Heute interessiert ihr euch dafür, was ich in letzter Zeit gekauft habe. Und es gibt ein kleines Plug-and-Play-Testen, Auftragen, gucken, wie es ist und so. Es geht um Augen-Make-up und um Lippen. Und deshalb habe ich nur Foundation, Rouge und so schon aufgetragen. Alles andere ist noch blank und wird sich dann mit euch zeigen, ne? Was sich da so ergibt. Aber erst zeige ich euch mal, was ich auf dem Weihnachtsmarkt und sonst wo geholt habe und DM und so. Was ich holen musste und entdeckt habe und verschenken will oder nicht verschenken will oder wie auch immer, ne? Gucken einfach mal, was in meine Tasche gewandert ist. Noch irgendwas zu sagen? Ich hatte gerade noch einen Gedanken, aber der ist jetzt weg. Ach so, und ich habe einen Geschmack im Mund, Leute, als wenn ich an einer toten Katze geleckt habe, ne? Ich habe mir auf dem Karneval Knoblauchröster geholt. Das sind in Öl und Chili eingelegte, gefrittierte, gebratene, keine Ahnung, so knusprige Knoblauchscheiben. Und wenn du da ein paar von isst, so wie ich heute auf dem Fladenbrot, dann hast du den ganzen Tag tote Katze im Mund. Also, deshalb habe ich ein Bonbon. Bonbon-Intus. Die Ohrringe habe ich übrigens zu Weihnachten von meiner Freundin Birgit bekommen. Hübsch, ne? Mit so einem Schleifchen hier. Okay, dann legen wir mal los. Ich greife mal blind hier in meine Tüte. Da sind jetzt noch Weihnachtsgeschenke drin, denn wir haben jetzt noch vor Weihnachten. Wenn ihr das schaut, nach Weihnachten und auch schon nächstes Jahr. Also letztes Jahr vor Weihnachten habe ich noch ein paar Geschenke geholt, ne? Und zwar für den Jochi, der ja Biertrinker ist, habe ich an einem speziellen Bierstand jenes Bier geholt. Moby Witt. Jochen trinkt gerne Pilzbier. Dies ist ein belgisches White Ale. Und naja, White Whale, wie auch immer. Und ich hoffe, es wird ihm schmecken und munden. Er ist zurzeit nicht da, deshalb kann ich das gefahrlos zeigen. Und auch gleich dann schon schön später verpacken in ein Geschenkkörbchen. Nummer 1 vom Bierstand. Nummer 2 vom Bierstand, denn auf einem Bein kann man nicht stehen, aber das ist jetzt gar nicht für ihn, ist das Bier, das sich Dunkle Materie nennt. Hier ein ganz schwarzes Label habe ich für meine Freundin Sibylle geholt. Also nicht für Jochen, sondern für Sibylle. Die trinkt gerne Bier. Die ist physikalisch bewandert, die ist astronomisch bewandert. Ich glaube, bei der ist die dunkle Materie gut aufgehoben, wenn ich sie dann demnächst wiedersehe, die Sibylle. Und dann noch ein Bier, das hat mir der Biersommelier empfohlen als bestes Pilzbier von der Welt quasi, bedauernd ausgezeichnet, deutsches Reinheitsgebot, angeblich das beste deutsche Pilz. Wir werden sehen. So, zurück in die Tüte damit. Wer von euch trinkt denn Bier? Der Bierkonsum in Deutschland geht ja zurück. Es wird immer weniger Bier getrunken. Ich mag gerne schon mal ein paar Schluck eiskaltes Pilz. 5 bis 6 Schluck, dann ist aber auch genug. Also so ein Dreiviertel Glas, 6 Schluck. Ein kaltes Glas Pilz mag ich sehr gerne. Alt mag ich nicht so gerne, Kölsch mag ich auch nicht gerne und Weizen schon gar nicht und diese dunklen englischen Biere schon überhaupt nicht, ne? Es muss hopfig und bitter sein für mich, auch wie beim Jochen eigentlich. Wenn ich mal Bier trinke, was so dreimal im Jahr vorkommt. Dann möchte ich noch heute Nachmittag kandierte Mandeln machen. Und da habe ich beim DM diese Bio-Mandeln geholt. Ich weiß gar nicht, ob man die mit oder ohne Schale macht. Ich glaube, das ist egal, soweit ich weiß.
Und dann habe ich hier für die Mandeln und weil ich auch gar keinen mehr hatte, mir ist aufgefallen, man kann es ja auch anders aussprechen, ne? Rohrohrzucker aus dem Rohrohr geschabt. Was dieses Rohrohr ist, weiß ich nicht. Ein rohrförmiges Ohr oder das Ohr des Rohrs, wer weiß. Dann kaufe ich immer wieder nach, weil die billig ist, wird auch schnell ranzig. Diese Bürste hier von Ebelin, das ist die am leichtesten durch die Haare Kämmbürste, die man sich nur vorstellen kann. Die ist perfekt, steckt jeden Tangle-Teaser leistungs- und preismäßig in die Tasche, Leute. Dann, es wird hier ein bisschen unübersichtlich. Man sagt immer, gegen Dummheit ist kein Kraut gewachsen. Ne? Und wenn man sich die Menschheit so anguckt, dann möchte man das eigentlich unterschreiben. Jedoch, ich habe die Lösung gefunden. Hier, Kraut gegen Dummheit. Ein Pesto auf dem Weihnachtsmarkt. Also, wenn ihr jemanden habt, der besonders dumm ist, Kraut gegen Dummheit, gibt's. Verfüttern, hebt den IQ direkt um 5 bis 6 Prozentpunkte. Hol ich hier mal die Innentasche raus. Ich dachte, ich hätte zweimal Mandeln geholt. Scheinbar nicht. Oder kommen die noch hier zum Vorschein? Ah, hier fällt alles raus. Alter. Dachte ich es mir doch. Nochmal Mandeln. Denn Silvester sind wir eingeladen. Da wollte ich die mitbringen. Aber das kommt mir auch zu wenig vor jetzt hier. Ach, da unten. Wenn es durch den Schlitz fällt. Dann habe ich noch von Essendorfer. Ach so, da waren die Essendorfer, da war das Kraut gegen Dummheit her, falls ihr das irgendwo besorgen wollt. Dann war ich noch im Gewürzhandel, und zwar beim Wurzelsepp. Und dieser Sepp, das war eine Seppelin, der habe ich diverse Sachen abgekauft. Für den Knubbi, also für den Jochen, einmal hier Tilly-Cherry-Pfeffer, kriegt er auch mit zu seinem Bier und noch zu Leckereien in so einem Körbchen. Hier, der wohl beste Pfeffer der Welt. Worauf diese Annahme oder diese Behauptung beruht, ich weiß es nicht. Aus Indien. Besondere Rarität in den Bergregionen Keralas. Gepflückt und von Hand verlesen. Die erste Wahl für Kenner und Spitzenköche. Bin gespannt. Dann auch für den Jochi, wenn er mal Schweinebraten macht, kann er mal hier dieses Schweinebratengewürz ausprobieren. Leute, das ist eine Kombination. Wir kommen gleich noch vom Schweinebraten zu Colourpop. Man mag es nicht glauben, es wird so sein. Wir kriegen die Kurve. Aber wer sich für Schweinebraten interessiert, der wird hier gut bedient. Und wer sich für Colourpop interessiert, der auch. Also beides. Können ja auch mal ein Schwein mit Colourpop schminken. Ich begrüße übrigens recht herzlich all die neuen Zuschauer auf meinem Kanal. Freut mich sehr. Ich heiße euch herzlich willkommen. Fühlt euch wohl. Fühlt euch wie zu Hause, aber saut nicht so rum wie zu Hause. Ne? Schön anständig benehmen. Und schreibt mir doch mal, wie ihr zu mir gefunden habt. Wer euch da die Falle gestellt hat, meinen Kanal zu abonnieren. Dann habe ich hier noch den echten Vanillezucker gekauft. Ist für die gebrannten Mandeln, die ich machen werde. Dann hier noch einmal Lebkuchengewürz. Entweder zum Backen oder ich überlege auch für die... Bis wann ist das haltbar? Bis 2019 kann ich nächstes Jahr noch Lebkuchen mitmachen. Will da aber vielleicht auch was an die gebrannten Mandeln tun. Ebenso, ich glaube, ich habe hier so eine Stollengewürzmischung geholt. Ist auch hoffentlich noch ewig haltbar, genau, bis Ende 2019. Und will ich auch mal an die Mandeln machen. Also ich mache verschiedene Fuhren. Ich habe 200 Gramm. Ich will viermal 100 Gramm machen. Hä? Nee. Ich habe 400 Gramm und will viermal 100 Gramm machen.
Jo, Kopf rechnen, schwach, Religion, sehr gut. Dai, dai, dai. Also mit Lebkuchengewürz, mit Stollengewürz. Dann will ich mal mit eins mit Rum machen und eins mit, was war denn das letzte? Ich glaube mit Vanillezucker nur, genau. Und dann haben wir hier noch. Nein, hiermit! Oh, hört sich sehr gut an. Das, die Gewürzmischung aus dem Rezeptbuch unserer Uroma für viele Speisen: Apfel, Zwetschgenkuchen, Kompott, Apfelstrudel und so weiter. Bettys bestes Apfel- und Zwetschgenkuchengewürz hörte sich total genial an. Werde ich einfach auf die gebrannten Mandeln hauen und mal sehen, was passiert. Ich weiß noch nicht, ob ich das mitfilmen werde mit den gebrannten Mandeln. Ich habe es eigentlich vor, aber Weihnachten ist ja dann auch schon längst vorbei. Andererseits kann man gebrannte Mandeln immer essen. Immer. Und vielleicht filme ich es mit, vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. So viel zur Gewürz- und DM-Welt. Ne, noch nicht. Oh, noch zwei Sachen bei DM. Ah, ne, noch mehr. Jetzt kommen wir gleich ein bisschen durcheinander. Ich muss mal eben mein. Sorry für das Bonbon, aber ich habe echt tote Katze im Mund, ne? Eine alte, plattgefahrene tote Katze, die ist auf irgendeiner Landstraße überfahren worden, ist leider dann in den Kuhfladen gerutscht, hat da 3 Monate gelegen und ich habe dran geleckt. Und so fühlt sich mein Mund an. Aber es war lecker. Pampers zum Saubermachen. Holen wir mal schon mal eins raus, parat. Denn jetzt wird es spannend, Leute. Jetzt kommt die Kosmetik. Ihr habt den Schweinebraten ausgehalten, jetzt kommen die anderen Schweine rein. Ich habe zurzeit Glitzeralarm bei mir. Das heißt, wenn ich in die Drogerie gehe, wenn ich online gucke, wenn ich bestelle, kaufe, tue, Glitzer muss sein. Und wir werden gleich ein paar Sachen direkt auf den Lippen ausprobieren. Und ich wollte gerade sagen, ihr entscheidet mit, aber könnt ihr ja nicht. Ich werde dann spontan entscheiden, was das sein muss. Ebenso sein wird. Ebenso die Lidschatten. So, und dann habe ich hier als erstes von P2 aus der Galactic Beauty LE die Nummer 10 Shooting Star mir, ne? Mir besorgt. Das ist so ein ganz toll holographisch wirkender Lipgloss, der auf den Augen lila wird. Ach, auf den Augen? Auf den Lippen lila wird. Ich tue euch den mal hier drauf. Ich kann euch sagen, ich habe alles schon mal geswatcht. Ich bin von allem begeistert. Der Applikator, den wollen viele ja auch immer aus der Nähe betrachten, der sieht so aus. Rosti schreit in der Küche. Er hätte auch lieber, dass ich bei ihm bin. Nicht, dass er gleich geflogen kommt. Hier ist das Fenster auf. Wenn der jetzt hier live entfliegt, gibt es ein Drama, sage ich euch. So sieht Nummer 1 aus. Leicht holographisch lila. Macht sich bestimmt gut auf den Lippen. Dann haben wir Nummer 2. Aus derselben Reihe Nebula, Galactic Beauty. Nebula ist auch so schimmerchangierend in einem schönen, wunderbaren. Auch Osti kriegt. Ich habe echt Schiss, dass der gleich hier reingeflogen kommt. Aus dem Fenster und weg. Rostrot. Oh, ist das schön. Sehr, sehr schön. Ein schönes Orange, Rostrot. Metallisch, glitzernd und schimmernd. Über die Haltbarkeit kann ich euch noch nichts sagen, denn bis jetzt habe ich nur geswatcht. So sieht der aus. Ich greife mal blind in meine Tasche. Kann jetzt sein, dass Drogerie und Colourpop alles durcheinander kommt. Und direkt mal schöne Grüße an die Desi, die die Sachen für mich mitbestellt hat von Colourpop. Ich bin begeistert. Vom Swatchen allein schon, mehr habe ich noch nicht gemacht. Dann greifen wir mal blind rein und kommen aber zu einem Dip-Eyeliner von Manhattan in der Farbe Anthrazit. Genau, das ist jener hier. Ich brauchte einen neuen Eyeliner, wollte nicht so ein
hartes Schwarz haben und habe gedacht, den probiere ich mal aus. Sieht folgendermaßen aus. Die Spitze sieht so aus. Und malen tut er grau. Ein sehr schönes Grau, nicht zu dunkel, sondern durchaus als grau wahrnehmbar und nicht so dunkel, dass man schon denkt, das ist Schwatt. Nächstes, wir sind immer noch in der Drogerie. Ist halt immer noch die Galaktik gedöhnt. Das kann ich jetzt gar nicht erkennen, weil es so dunkel ist. Heißt hier doch, weiß ich auch nicht, die Nummer 20. Machen wir mal so. Ich kann nichts sehen hier drauf. Ich weiß nur, es ist ein Eyeliner. Und er ist lila. Und so ist die Spitze, also ganz dünn. Und er malt in lila Metallic. Super schön. Super schön, Leute. Da guckt, schaut und staunt. Ingwerbonbon ist ganz gut gegen Katzenfell. Dann, Leute, von, kann ich nicht lesen, da doch, Trend It Up. Dazzling Dust Mascara. Guckt euch das an. Ein Mascara in Grünglitzer. Ich vermute, das ist ein Topcoat. Ich glaube nicht, dass der alleine deckend genug ist, um Farbe abzugeben. Ich glaube, dass da wirklich nur ein grüner Glitzer drin ist. Werden wir sehen, werde ich auf alle Fälle heute als Topcoat drauf tun. Erinnert mich dran, falls ihr es vergessen sollte. Dann wollte ich mal ausprobieren, habe ich mir schon auch schon, also ich habe alles schon einmal geswatcht, die Manhattan Lip Creams, mit denen ich überraschenderweise sehr zufrieden bin. Ich habe ja schon vieles nicht Gute davon gehört, ne? Die Stay Matte Liquid Lip Colors, diese hier, die sehen so aus. Und da habe ich mir diese Farbe hier geholt. Ein neutraler Alltagston. Die Farbe heißt, ach, die haben alle so New Yorker Gebäude- und Straßennamen, ne? Rockefeller Center, hier steht's. Der Applikator sieht so aus, die Farbe sieht so aus. Und dann swatchen wir ihn mal, oder besser sie, die Farbe. So ein bisschen so ein, als wenn ein Flamingo vor eine Ziegelsteinmauer gelaufen ist. So ein Flamingo-Ziegelstein, Ziegelsteinmischung, die mir sehr gut gefällt. Natürlich will ich jetzt nicht sagen, denn was ist in der Make-up-Welt schon natürlich, aber ist halt längst nicht so orange wie hier oben das, aber auch nicht knallerot. Ist so ein bisschen, ne? Ein verunglückter Flamingo drin. Dann habe ich noch einen Eyeliner geholt, und zwar den Wonder Wing von Manhattan. Dieser hier. Da sieht die Spitze so aus, höchst interessant, ne? Und er malt schwarz und sehr angenehm. Ist wie so ein Künstlerfilzstift, fühlt er sich an. Hier unten haben wir den, den untersten. Ist in schwarz. Wir sind noch lange nicht zu Ende. Dann habe ich mir noch einen Manhattan geholt in Pink. Diese Stay Matte Liquid Lip Colors in dieser Farbe. Da heißt die Farbe Fuchsia Avenue. Oder Fuchsia Avenue oder wie auch immer. Die riechen nicht unangenehm, aber auch nicht angenehm. So, das ist also ein Pinkrot.
schon etwas auffälliger, ne? Haben wir hier unten. Sieht gut aus, ne? Ist wie so ein Strichcode. Wenn man mich abscannt, kommt raus. Entweder gib es umsonst als Beigabe oder ne, unbezahlbar. Eins von beiden. Ja. Hier die Orange seht ihr, die wird schon trocken matt. Hier oben die natürlich nicht, die bleiben so glänzend. Dann machen wir weiter, Leute. Jetzt kommen wir zum ersten Höhepunkt. Colourpop. Ich habe online bestellt und die liebe Desi hat für mich mitbestellt. Und zwar, wie heißt die Reihe? Lippy Sticks, genau, Lippy Sticks. Die Farbe die ich nicht lesen kann. Farbe wartet mal, ist hier eine andere Farbe drin, als da drauf steht? Jetzt bin ich aber mal gerade hier. Also, nee, ist Shishi heißt die. Shishi, ich habe nur gerade überlegt, schaut mal, weil der Deckel so lila ist, habe ich gedacht, nicht, dass die jetzt eine Lila-Verpackung haben und drin eine andere Farbe. Nee, nee, die Lippisticks sehen so aus, also dünn und lang. Und das ist die Farbe Shishi. Und das, ah ja, das habe ich sogar, das habe ich schon einmal auf den Lippen gehabt, ne? Knaller, ich liebe das. Das hat super gehalten. Das ist ein Knallorange. Knallorange, ne? Ich überlege schon, ob ich das vielleicht gleich drauf tue. Wird wahrscheinlich nicht zum Augen-Make-up passen, aber allein wegen dem Effekt, ne? Und ich feiere sowieso auf Orange ab. Orange und ich, wir sind so, ne? Orange, immer schon. Ich hab ein Kindheitstrauma. Der Teppich in meinem zweiten Kinderzimmer war knallorange. Ich habe ihn gehasst, aber wahrscheinlich hat er mich geprägt, ne? Ja. So, dann machen wir jetzt mal einen schönen, satten Swatch mit. Und da habt ihr hier den Lippy Sticks von Colourpop Shishi. Knaller, Knaller. Wie viel ist drin? So viel ist drin. Und Leute, ich habe keine Sorge, dass ich den aufbrauchen werde. Keine, ich werde den aufbrauchen. Ich liebe Orange. Soll ich den gleich auftragen? Wir werden sehen. Dann, Leute, weiter geht's. Meine lieben Waynes, ihr seid noch nicht entlassen. Ach, wir gehen nochmal zurück in die Drogerie. Genau. Glitzer P2 Galactic Beauty. Ich konnte nicht widerstehen. Die Farbe Universe. Und das ist ein Gold mit rosa Schimmer. Ach, ist das schön. Ich gebe mich so richtig dem Glitzer, der Glitzer und Glamour und Glimmer Welt hin. Ich tue den mal längs neben die anderen. Und der ist richtig schön goldig mit rosa Schimmer. So, hier ist er. Das ist dann der Galactic-Gedöne, Galactic Universe Dreiklang. Was soll ich machen? Ist geil. Dann habe ich noch von Colourpop, wir gehen jetzt wieder in die amerikanische Richtung, so ein kleines Teilchen hier, und zwar Blotted Lip. Das ist ein schöner Alltagston. Die Farbe heißt, wie heißt denn die? Floss? Candy Floss. Glaube ich, ne? Kann man das lesen? Heißt die Farbe Candy Floss? Ich glaube wohl. Und der ist alltagsmäßig ein schöner, nude ist es nicht, aber ein schöner, bräunlicher, unauffälliger Ton. Ich weiß nicht, wie lange hält. Den habe ich noch nicht aufgetragen öfter. Oder besser auf die Lippen für länger. Ja, der ist so ein Braun, ist um ein Vielfaches cremiger und weicher als der Shishi.
Horsti, untersteh dich, bleib in der Küche. Hier oben? Passt zu meinen Nägeln, ne? Mhm. Ist auch Kunst. Ja, und weiter geht's. Dann habe ich einen Colourpop Super Shock Shadow geholt, einen einzelnen. So sehen die aus, so sind die verpackt. Die Farbe ist Sailor, Segler. Jetzt weiß ich nicht, die Desi meinte, ob ich das irgendwo in einem Blog gelesen habe oder wie ich auf die Farbe komme. Desi, ich weiß es, ich soll hier dir beichten. Oder soll ich dir mal erzählen, wenn wir uns treffen? Sagen wir nur so viel. Ich bin auf meine ganz persönliche Art und Weise da dran gekommen. Wer mich kennt, weiß Bescheid. Auf eine sehr bizarre Art und Weise. Ich habe schon geswatcht. Desi hat auch geswatcht. Deshalb sieht das jetzt so aus, Leute. Also, das ist diese Farbe. Ist das nicht der Knaller? Ist die schön? Ein Altrosa. Ist das mit Mini-Funkelpartikeln? Multicolor würde ich sagen, aber am ehesten gehen die Richtung Grün-Blau. Leute, I'm in love. Ich bin in love. Wir swatchen. Seidenweich, seidenweich. Also da könnte ich drin rumrühren, bis mein ganzer Finger drin steckt. Zart. Die Farbabgabe ist auch zart. Die Farbabgabe ist ein Traum. Die Farbabgabe ist ein Traum. Also die Farbe, die rauskommt, ist ein Traum. Ich möchte mich drin wälzen. Können wir nicht alle diese Hautfarbe haben? Warum muss der Mensch so merkwürdig aussehen, wenn er diese Farbe haben könnte? Schaut euch das an. Beachtet nicht den Schmand unter meinen Fingernägeln, sondern diese Farbe. Zart, subtil, wunderschön. Eine Feenfarbe. Für die dicke Fee. Die ist jetzt unter, hier ist sie, ne? Hier drunter. Was soll ich dazu sagen? Ein Traum. Ein Traum, ein Traum. Meine Hand ist sowieso ein Traum. Also ich sag da nicht mehr zu. Es ist ein Wunder. Dann leider, leider. Also dann habe ich noch ein Vierer-Set gekauft. Und zwar von Colourpop und zwar Over the Edge. Da kam ein Lidschatten total zerstört an. Allerdings so, dass ich vermute, entweder war es eine Retoure von irgendeinem Kunden, die mir jetzt geschickt haben, oder beim Verpacken ist schon was schief gegangen. Ich zeige euch jetzt warum. Die sehen so aus. Holen wir nochmal weiter raus. Vier Farben. Ich zeige euch jetzt zuerst die kaputte. Die Farbe heißt Come clean, come clean. Komm sauber. Und mein Herz zerbricht. So sieht sie aus. Jetzt könnte man ja zuerst meinen, die ist zerbröselt. Aber schaut mal, das passt gar nicht. Da fehlt ein Puzzlestück. Entweder war das eine Retoure oder demjenigen. So kann man das am besten sehen, glaube ich. Wo es demjenigen, der die gekriegt hat, vielleicht hingefallen ist und der hat ein Stück nicht mehr einsammeln können und hat die dann zurückgeschickt. Oder schon beim Packen bei Colourpop selber ist irgendwas schiefgegangen. Ich bin sehr traurig, aber ich schicke es nicht zurück, weil haben wollen, behalten wollen. Wir swatchen trotzdem diese ultra weichen, genauso weich natürlich wie die anderen. Ach. Ein deckendes, wunderbares Gold. Ja, wenn das jetzt echt wäre, ich würde nur noch in Blattgold gehen. Ist das wunderbar, diese Farbe, dieses Gold. Tun wir mal hier hin.
So Leute, hier habt ihr auf dem Zeiger hier einmal geswatcht. Ich kann da nichts zu sagen. Die Farben sind die Farben. Dann haben wir hier Wild Thoughts, wilde Gedanken. Die habe ich auch öfter. Ein traumhaftes, glitzerndes Pink-Lila. Mit lila Glitzer. Lila mit Lila in allen Lila-Varianten. Pink. Pink-Lila. Ist das schön. Wie gesagt, wir waren alle schon einmal drin. Aber jetzt hier beim nochmaligen Live-Gucken verliebe ich mich ja aufs Neue. Weich. Weich. Also, ich habe jetzt eine Assoziation. Ich bin jetzt hier Shoppingsender. Meine Damen und Herren, diese Farbe. Schauen Sie sich diese Farbe genau an. Und jetzt stellen Sie sich vor, ein Kissen. Ein Kissen aus reinem Samt. Mit Glitzerfäden in der Sonne. Und auf diesem Kissen thront Ihre weiße Perserkatze und schaut Sie aus den blauen Augen liebevoll an. Wenn Sie, sorry, das passt jetzt nicht. Wenn Sie eine weiße Perserkatze Ihr eigen nennen, mit blauen Augen, besorgen Sie sich ein Kissen in dieser Farbe. In diesem einzigartigen, glitzernden Pink-Lila. Setzen Sie die Katze darauf. Ich schwöre Ihnen. Ich schwöre. Ist egal. Das ist... Eine Katze auf die... Ich will jetzt sofort eine verdammte Perserkatze auf diesem Kissen. Ich will eine weiße Perserkatze auf einem pinken Kissen mit blauen Augen. Das habe ich heute mit Katzen. Oh, tote Katze im Mund. Nächste Farbe. Die Farbe heißt Fade In, einblenden. Ich würde sagen, ein lehm-dunkel-rötlich-brauner Lehm. Weich. 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 Sattestes Braun. Oh, passt super zu dem Lippenstift. Leute, Fade In und, wie hieß der? Fade In und Candy Floss sind ein Team. Zeige ich euch gleich. Wartet. Erstmal hier auf dem Finger. Dieses wunderbare Braun. Ein, ja, Wüstensand, Lehm. Man läuft durch eine Lehmwüste. Und hier schaut, hier ist der Lidschatten und darunter, das ist die, der Lippenstift, der Lidschatten. Das ist ein Ton. Man stapft mit seinem Tropenanzug durch eine Lehmlandschaft. Der Schlick läuft einem bis hoch in die Knochen, Knöchel, Fußknöchel. Und man stapft durch so einen Mangrovensumpf und durch solchen Lehmboden. Und hinterher, wenn man dann im Zelt liegt und die Lehmbrocken sind getrocknet, hat man diese Farbe. Leute, freies Assoziieren hier. Da sitzt eine Elster und guckt mich an. Hallo Elster. Hallo. Komm rein. Aber friss nicht den Horsti. Und die vierte Farbe heißt, hier ist die, DGAF, du große alte Friese, DGAF, du große alte Friseur. Das ist im Grunde ähnlich wie das davor, nur mit Mini-Glitzer in silbrig und ganz hellen Farben. Auch weich.
ist wie im Grunde derselbe wie der andere. Derselbe wie der andere. Der gleiche wie der schlammfarbene. Bloß mit Glötzer. Ein bisschen bräunlicher. Achso, hier machen wir zuerst. Welche war denn? Da. Hier auch ein Braun. Ein Braun mit Glitzer. Und hier auf meinen Knöcheln seht ihr jetzt alle Farben nebeneinander. Hier dies. Guck mal, wie alt der Finger ist. Da haben wir sie alle. Alle Farben. Das wird jetzt das Thumbnail. Kommt da noch? Ah, nee, da kommen noch ein paar Farben zu. Dann mache ich das Thumbnail nachher so. Was willst du? Dann habe ich mir noch eine Palette gekauft. Ich habe jetzt die Überdosis Glitzer habt ihr jetzt. Und jetzt nehmen wir mal Vernunft an und kaufen uns eine matte Palette, habe ich mir so gedacht. Und jetzt habe ich da schon irgendwelche Flecken drauf, die nicht mehr abgehen. Die High Maintenance. Oh, Schock, Color Schock. Ja, Color Pop. Habe ich eigentlich die ganze Zeit Color Schock gesagt? Color Pop. Super Schock. Super Pop, Color Schock. Pop Schock. Schock, Kock. Block. So sieht die aus. Club Uf. Schutzschildchen. Wie die Farben heißen, bleibt ein Geheimnis. Steht das hier drauf auf der Folie? Nein, das sind namenlose Farben. Steht nirgendwo drauf, aber ich wollte eine Palette, die ins Rötliche geht. Und diese beiden Farben gefielen mir sehr gut. Ich überlege gerade, ob man die rausnehmen kann. Ob die Farbe auf der... die Farbe steht auf der Rückseite jeweils. Dann sage ich euch das gleich. Wir fangen jetzt an mit dem... Hier kann man die so, ne? So kann man die rausnehmen. Mit dem güldenen hier. Der heißt... Just in time. Gerade noch rechtzeitig ist er gekommen. Kann ich euch dann auch so gut hier zeigen, dieses Gold. Und dann swatchen wir uns das mal. Ist nicht so spektakulär wie das andere Gold, finde ich. Das andere Gold war spektakulärer und glitzernder. Ich tue es mal zum Vergleich. Daneben, darunter, ist da noch Platz? Ja, da ist sogar noch ein Mühplatz. Ja, das ist nicht so glitzernd, das ist eher ein mattes Gold. Kann man das erkennen? Das ist hier. Hier ist dieses glitzernde Gold und direkt darunter ist das matte Gold. Da. Ist nicht so aufdringlich. Die Lidschatten gehen überhaupt nicht ab, auch nicht mit Pampers. Wie ist die Karte nicht gleich voll, Leute? Das macht so einen Spaß heute mit euch. Ich habe voll Bock. Und die Zeit fliegt dahin wie nix. Ich hoffe, ihr habt Zeit für ein langes Video und ich hoffe, ihr habt euch Kaffee gemacht. Ne? Jetzt ist es zu spät. Die nächste Farbe ist ein Bronze. Bronze mit dem Namen High Strung. So sieht das aus. Ein Bronzebraun. Das würde auch sehr gut zu meinen Nägeln passen. High Strung. Die sind nicht so weich, die sind schon etwas härter. Oh, das ist aber schön. Das ist Kupfer. Ist gar kein. Ist Kupferbronze, würde ich sagen. Kupferton. Auch ein sehr spiegelglanzmäßiger. Den tun wir mal hier. Ja, hier. Eine satte Farbabgabe, Leute. Ja, sehr, sehr fein. Der nächste Ton, wegen den nächsten beiden habe ich mir die ganze Palette gekauft. Das sind die Gründe,
Gründe des Daseins, die Raison d'être. Nämlich get out. Raus. Ein. Na, Bordeaux. So, tun wir mal so. Ein bordeauxfarbener Lack. Matt. Wo haben wir denn noch Platz? Hier. Ja. Der wird auch, er, das geht auch in die, eher in die bräunliche Richtung. Hier dieser. Da ist er. Ich glaube, der ist nicht so einfach im Auftragen. Ich werde gleich Bling Bling auftragen. Ne? Also in diese Matten werde ich mich nicht ohne vorherige Übung ranwagen. Die anderen, die sind, kommen mir harmloser vor. Aber ich gucke, dass dazu eine orangene Lippe da noch passt. Das wird spannend. Die letzte Farbe ist Cute Alert. Der süße Alarm. Ist dieses dunkle Braunrot. Ja. Ja, das tun wir hier hin. Uiuiui. Uiuiui. Ne? Da, das sieht aus, wie die, was die Mütter manchmal in der Windel finden, ne? Ein richtig schönes Babykackbraun. Ja. Leute, ihr seid erlöst. Das war mein. Ja? Ist das alles gewesen? Ja. Das war mein Haul. Und jetzt probieren wir noch die Sachen am Auge und auf der Lippe aus. Dazu, ich muss mich aber erst sauber machen, aber wir machen erstmal eben hier das Thumbnail. Durch so. Man muss ja, weiß man, muss ja noch gucken. So, irgendwas wird dabei sein, ne? Ich weiß es nicht, werde schon da was finden. Aber das muss jetzt alles ab. So, erste Haltbarkeit. Erster Haltbarkeitstest. Da, rot hält am besten. Muss jetzt nicht komplett alles ab, aber rot hält. Rot hält gut. Jetzt ist alles ab. Jetzt machen wir mal Ene Mene Mistis rappelt in der Kiste. Ich will drei Farben nehmen. Und zwar nach dem Zufallsprinzip. Sabber. Zufallsprinzip. Leute, wir haben. Ja, wir machen das mal so. Wir haben das Jahr 2018. Also nehme ich, habe die jetzt alle in einer Reihe liegen. Also nehme ich den 18. Lidschatten. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 16, 17, 18. Ich fange an mit diesem wunderbaren Rot. Mit diesem fantastischen Rot fange ich an. Wie gesagt, das wird jetzt Spaß und Spiel, ne? Brot und Spiele, das wird nicht ernsthaft hier, dass ich so rausgehe. Wir probieren einfach mal wild raus, was sich so bietet. Ich muss hier allerdings mein Spiegelchen jetzt nehmen. Hier habe ich mich noch nie geschminkt. Die Lichtverhältnisse sind nicht so gut für mich. Ich zoome euch aber ran, damit wir uns ganz nahe sein können. Bei dieser Aktion darf ich mich hier aber nicht rausbewegen. Ne? Ihr seht, ich habe noch hier nichts auf den Augen. Und ich sehe auch ohne Brille gar nicht gut. Und da werde ich euch vielleicht irgendwann mal was zu sagen. Da kann ich euch jetzt noch nicht mehr zu sagen. Denn das muss ich erstmal selbst verdauen, was da auf mich zukommen wird. So, dann nehmen wir diesmal diesen pinken Glitzerton aufs ganze Lid. Er ist überraschend dezent, was mir aber gefällt.
Also aufs ganze bewegliche Lied, ne? Nicht aufs ganze Lied. Hier unten, in dem, wo das Auge drunter ist, der Teil. So. Wo ist der Deckel? Mit den Deckeln, das ist natürlich dann so eine Sache, weil die geschraubt werden, muss man sich immer merken, wo man die hinlegt. Erstmal zumachen, dass ich den nicht versau. Jetzt tun wir noch ein bisschen hier hochziehen, ein bisschen Blendi machen, aber nicht zu sehr. So. Passt jetzt überhaupt nicht zu meinen Ohrringen, aber wie gesagt, wir machen hier Brot und Spiele, Leute. Hier ist nichts ernst gemeint heute. Hier machen wir, was wir wollen. So, und jetzt nehmen wir also, ich mache mir den Pinsel hier gerade ein bisschen sauber, denn ich nehme den auch weiterhin. Dann nehmen wir die nächste Nummer 18. Jetzt haben wir ja nur noch 4 zur Auswahl. 4, 8, 12, 16, 17, 18. Wir sind beim Gold. Und das Gold gebe ich mir jetzt in die Lidfalte, Leute. Ob es jetzt passt oder nicht, so wird es gemacht. Bin gespannt, wie das geht mit dem Pinsel. Ups, wo ist mein Spiegel? Das Display klappt es nicht. Golden strahlt die Sonne. Die Desi gab mir den Tipp, das vielleicht mit den Fingern zu machen, weil die mit dem Pinsel nicht so gut kompatibel sind, die Lidschatten. Da hat sie recht. Also man muss da entweder so ein Gummiding haben oder die Hände nehmen. Aber Leute, ich habe im Moment keine Lust. Ich mache das so und das muss so klappen. Und irgendwie klappt es auch. Wird dann halt nur nicht so ein Wham Bam Birmingham, ne? Wird eher so Ching Shang Shong Shong Long. So, damit sind wir in der Lidfalte. Jetzt haben wir also diese beiden Farben schon. Und jetzt nehmen wir noch etwas in das berühmte äußere V, wo ich nie weiß, was das sein soll. Und zwar laut Abzählung diesen hier. Diesen, ups. Diesen hier. Und das mache ich aber nicht mit dem Pinsel, sondern mit einem kleinen Pencilbrush oder einem ähnlichen, so was Kleinem eben. Weil ich das auch unter das Auge machen will. Ich bin nämlich ein Fuchs. Mit diesem Pinsel wird das hier gemacht. Achtung. Damit dunkeln wir hier außen ab. Bräunlich. Und gehen auch unters Auge. Also über die beste Auftragetechnik muss ich, da muss ich noch üben, ne? Das ist jetzt hier nicht aller Tage Abend, Leute. Aber mir gefällt mein Auge schon so ganz gut. Ja. Das mag ich.
Also, jetzt ist es im Prinzip schon fertig, ne? Der Drops ist gelutscht. Aber ich muss mir noch ein neues Bonbon nehmen, Leute. Ich will die Katze nicht wieder erwähnen, aber immer noch der Knoblauch. Ich zeige euch jetzt nochmal von da. Ich finde, das sieht richtig gut aus. Ist gut geworden. Braucht gar nicht so viel intensiver sein, finde ich. Wartet, ich muss mal eben mir ein Bömsken nehmen. Ich glaube, meine Kamera ist so zoommäßig ganz gut drauf. Ich glaube, die macht das gut. Jetzt kommen wir nämlich zum Lidstrich. Da haben wir zur Auswahl. Mal eben. 1, 2, 3. 3 Stück. Wir nehmen wieder 18. 1, 2, 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Dieser wird's. Kurz und schmerzlos. Lidstrich kann ich auch wirklich nicht immer, ne? Also das kann jetzt ganz daneben gehen. Dieser. Oh, 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 oh. Der ist ja ganz easy. Gefällt mir super. Ganz easy zum Auftragen. Zickt überhaupt nicht rum. Super. Ich habe eben nur einen geilen betonfarbenen Lidstrich. Das ist betonfarben. Sie ist Anthrazit. Auf dem Lid kommt es eindeutig betonig raus. Bin begeistert. Jetzt die andere Seite. Ja, überhaupt nicht zickig. Ich bin ja mal gerade hin und weg. Ich bin ein Künstler. Können die Make-up-Artists einpacken, wenn die mich hier sehen. Halb blind geschminkt und perfekt, ne? Jetzt machen wir erst die Wimperntusche. Und wenn die getrocknet ist, tun wir den Glitzer noch drüber. Wo ist die Wimperntusche? Da habe ich ja keine neue. Dann nehmen wir einfach meine normale, die ich im Moment im Gebrauch habe. Das ist diese hier. Die finde ich nicht so schlecht. Ich mache jetzt hier auch kein großes Gedöns, ne? Wie Jean und Len. Ohne Gedöns hier. Mein Motto ist ja auch immer, von Weitem geht's. Und so ist es ja auch. Wer steht denn mit dem Vergrößerungsspiegel vor allem und guckt einen an? Niemand. Wer guckt einen sowieso an im Laden? Guckt einen doch sowieso niemand an. Hat die Leute alles. Leute sind doch alle als Zeugen auch total unbrauchbar. Keiner merkt sich, wie der aussieht, was der anders. Nix. Ach, da. Merkt kein Mensch, wenn das nicht ordentlich ist. Sieh doch kein Mensch.
Dieses wirkt dunkler als dieses, ne? Kann aber auch das Licht machen. So? Glaubst du, es ist besser, oder? Ja. Die lassen wir jetzt trocknen. Ich tue da auch jetzt nicht noch mehr Schichten drauf. Das sparen wir uns. Und tun stattdessen jetzt den knallorangen Lippenstift drauf. Das passt jetzt überhaupt nicht, aber es muss. Mal ein bisschen rauszoomen. Leute, jetzt geht es los. Das ist nicht so ganz einfach mit dem Auftragen, ne? Aber der knallt. Ach, ich habe wieder ba Damenbart. Muss man wieder zupfen. Egal. Ich stehe da drauf, ne? Es tut mir leid für euch. Ich finde halt Burner. Ich finde halt Burner gut. Was soll ich sagen? Knüller. Ist mir egal, ob ihr das gut findet oder nicht. Ich finde das gut. Aber da müssen wir noch ein bisschen. Eine Seite ist immer ein bisschen schmal, ne? Aber mein Gesicht ist ja auch nicht symmetrisch. Die eine Lippenseite ist höher und dicker, die eine ist kleiner, das andere Nasenloch ist größer, das andere ist kleiner. Die Seite, genau. Ist halt nicht alles gleich. Ne? Ja, keine Roboter hier. Ja, ist es denn? Jetzt kann ich aber tanzen gehen hier am Zahnstocher. So, wo ist jetzt der? Jetzt kommt hier noch der. Ich zoome euch doch lieber wieder ran. Gucken, ob der überhaupt irgendeinen Glitzer abgibt. Also ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Ich weiß nicht, was der macht, ob der was macht, ob da was kommt. Was ich allerdings finde, dieses Bürstchen ist mir super sympathisch. Leute, ihr müsst mal gleich gucken, ob man irgendwas, sieht man irgendwas grün glitzern? Wo ist eigentlich meine Brille? Na da. Sieht man irgendwas grün? Ich weiß es nicht. Weiß ja nicht, ob ich noch größer. Ach, Leute, ihr habt es geschafft. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich jetzt wieder geschwätzt habe. Wir sind durch.
Ihr siedet aus wie bei Hempels unterm Sofa. Da ist die Kamera. Ich fühle mich aber mit meinem orangenen Lippenstift super wohl und werde jetzt mal hier alles wegräumen und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder, wenn es wieder heißt, hallo meine Waynes, denn euch interessiert's. Bis bald, ihr Süßen.